Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video ausgiebig mit dem Aufbau von Unit-Tests beschäftigt oder vom automatisierten Tests eigentlich im Allgemeinen. Man hat eigentlich immer eine Arrange, Act, Assert und wenn man eben noch externe Systeme mit einbindet, üblicherweise auch eine Teardown, wo man eben, was weiß ich, Datenbanken, die für einen Test erstellt wurden, wenn wir Integrationstests machen, hier wieder sozusagen schließen. Und wir haben dann eben die Möglichkeit, damit eben kleine Portionen einer Funktionalität zu testen. Und wenn wir dann immer mehr Tests schreiben, haben wir sozusagen, wie kann man das ausdrücken, kleine Nadelstiche in unser System, die es auf bestimmte Funktionalität jeweils überprüfen. Und da diese Testmethoden wiederum sehr klein sind, kann man sie leicht handhaben. Und wir haben eben die Möglichkeit der Defect Localization, sodass wir eben sehen, sobald eine Testmethode fehlschlägt, wo denn genau das Problem liegt und wir es auch relativ schnell eingrenzen können. Auf was ich jetzt hinaus möchte, ist die sogenannte testgetriebene Entwicklung. Da ist das Paradigma eben nicht, dass man zuerst Code implementiert, der auf der Produktivseite ist, sondern dass man mit einem Test jeweils beginnt. Und ich mache hier eben dazu eine neue Klasse im Testprojekt. Die nenne ich einfach Lottery Numbers Generator Tests. Das heißt, ich mache hier diese Klasse noch public und mache hier eine Test-Method, Entschuldigung, eine Test-Class natürlich. Und hier werde ich dann jetzt eben anfangen, zuerst meine Tests zu schreiben für eine Klasse und dann erst sozusagen die Implementierung dazu umzusetzen. Was ich dazu haben möchte, ist eben, wie gesagt, ich möchte einen Lottozahlengenerator, auch der ist ja uns mittlerweile bekannt, den habe ich auch schon in mehreren Beispielen verwendet, den möchte ich hier eben erstellen. Und im Prinzip fange ich sozusagen erstmal an, mir vorzustellen, wie soll denn die API überhaupt ausschauen, mit der ich hier anfangen möchte. Das heißt, ich schreibe einfach mal einen Test. Wie kann das denn aussehen, dass ich hier gegen den Lottery Numbers Generator eben programmiere? Und der simpelste Test, der mir jetzt einfällt, um diese Klasse zu nutzen, ist einfach der Generator oder generate create a list of 6 random numbers between 1 and 49. Und wenn ich eigentlich genau sein möchte, dann habe ich hier unique random numbers. Und hier sieht man eben an diesem Test schon, dass ich hier eindeutige Random Numbers haben möchte. Das heißt, ich werde für mein, wenn ich meinen Aufruf letztendlich mache, also ich gehe jetzt hier schon mal in die Act-Phase rein. Ich baue das Ganze natürlich wieder nach dem Assert, Act und Entschuldigung, das ist Blödsinn, Arrange, Act und Assert auf. Das heißt, wenn ich hier irgendwann mein Test-Target habe, dann möchte ich hier einfach bloß Generate aufrufen und bekomme hier dann eben Lottery Numbers. So, und dann möchte ich eben hier eigentlich annehmen, dass diese Lottery Numbers irgendwie genau denen
gleichen, die ich hier vorher in einer bestimmten hier generiert haben lasse, weil wir haben hier eine random number, die hier irgendwie genutzt werden soll. Der Generator selber, der soll aber eben keine Möglichkeit haben, dass, oder nicht selber wissen, wie man eine Zufallszahl generiert, sondern er soll das natürlich an ein anderes Objekt weitergeben. Was er macht, ist eigentlich bloß den Zyklus, wie man eben diese Zufallszahlen zwischen 1 und 49 abfragt und dann zueinander packt. Genau das ist eben seine Aufgabe. Das heißt, ich baue hier schon mal einen Konstruktor und der soll jetzt hier eben ein Zufallszahlengenerator hier über die Klasse Random natürlich bekommen. Auch die ist uns wohl bekannt. So, und dann gebe ich jetzt tatsächlich mal hier die API mit an. Das heißt, ich kriege hier irgendwie eine List of Int-Werten zurück. Das ist diese besagte Generate-Funktion. Und hier drin muss ich jetzt eben tatsächlich irgendwas machen. Not implemented exception. Die werfe ich hier jetzt erstmal. Und hier kann ich dann jetzt eben festlegen, wie mein Test-Target aussehen soll. Also ich rufe hier einfach new auf den Lottery Number Generator. Und wir sehen jetzt hier eben, ich muss beim Aufruf ein anderes Objekt angeben. Und wenn wir uns im Unit-Test-Bereich bewegen, heißt das ja eigentlich, dass ich hier nicht tatsächlich random nehmen darf. Also ich schreibe es einfach mal hin und sage dann gleich dazu, das ist falsch. Das hier ist eben jetzt eine andere Klasse, die mit unserer Klasse hier interagiert und wir sehen jetzt hier eben, genau hier wird man jetzt eben sagen, ich möchte hier für diesen Test eine eigene Implementierung von Random für den Lottery Numbers Generator jetzt bereitstellen, damit dieses Objekt eben genau die Werte zurückgibt, deterministisch, die ich für diesen Test brauche. Und was wir hier jetzt eben machen, ist eigentlich nichts anderes als einen sogenannten Test-Double zu erstellen, der eben die gleiche API wie Random bereitstellt, aber eben der deterministisch Werte zurückgibt. Oder nennen wir es dann auch einfach mal deterministische Werte. Genau das werden wir jetzt machen. Und dazu müssen wir uns eben mal das Objekt Random nochmal genauer anschauen. Und vielleicht haben Sie es auch selber schon gemerkt. Wir haben hier eben die Virtual-Funktion, die hier jetzt eben, die Next-Funktion, die Virtual ist. Das heißt, wir könnten von Random ableiten und diese Implementierung außer Kraft setzen. Und hier besteht dann eben die Möglichkeit, dass wir eigene Werte zurückgeben. Und wir haben hier dann eben die Möglichkeit, einfach diese Next-Funktion, die ja wohl intern genutzt wird, hier einfach zu überschreiben. Hätten wir jetzt hier nicht die Möglichkeit, dass diese Methoden virtual werden, sondern wir denken uns dieses virtual einfach mal weg. Das heißt, das hier wäre eigentlich nicht da. Dann würde das sozusagen heißen, dass random nicht polymorph eingesetzt werden kann. Ja? Das heißt, eigentlich bräuchten wir dann wiederum eben eine Abstraktion. Also wir müssten irgendwie iRandom definieren. Und wenn wir das fertig haben, könnten wir dann einen Random Adapter schreiben, der eben diese .NET-Klasse Random adaptiert und zeitgleich eben dieses Interface implementiert. Und dann haben wir dazu die Möglichkeit, eben eine eigene iRandom, das wäre dann eben der Random Test Double, beziehungsweise solche Objekte, die wir hier gerade eben einsetzen, das sind eigentlich
meines Erachtens, wenn ich mich richtig entsinne, ein Mock-Objekt. Also ein Mock-Objekt gibt eben bestimmte Werte für Tests zurück. Und so können wir eben dann bestimmte Werte in Testfällen bereitstellen. Und genau das werden wir jetzt einfach machen. Aber einfach in dem Fall, dass wir von random ableiten und diese Next-Überladung hier überschreiben, die ja intern hier benutzt werden soll. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal an und schreibe hier eine neue Klasse. Das ist eben ein Random Test Double, nenne ich ihn mal. Und ich leite hier von random ab. Und was ich hier machen möchte, ist natürlich die Next-Methode hier mit zwei Parametern außer Kraft setzen. Und ich lasse mir hier im Konstruktor eben jetzt eine iReadOnlyList of Int-Werten geben. Das sind die Return Values. Die halte ich mir hier eben in einem Feld fest. Und ich werde hier mir dann einfach in einem private int current value index der beginnt eben bei 0 und ich kann hier dann einfach sagen return values an der Stelle current index plus. Ja, also ich kann, wenn ich diesen Test-Double erstelle, ihm mitgeben, welche Werte er zurückgeben soll und die gibt er dann einfach zurück und irgendwann fliegt dann einfach eine Argument-Out-of-Range-Exception, würde hier die Next-Methode zu häufig aufgerufen werden. Das heißt, wir wären mit dem Index hier drüber, wenn das in unserer Implementierung falsch wäre. Und einfach am Anfang gebe ich ihm diese Liste, die er dann für die Rückgabe nutzen kann. Das heißt, wir tauschen jetzt hier dieses Random aus und nutzen unseren Test-Double. Also eigentlich ist es meines Erachtens ein Mock-Objekt. Ganz sicher bin ich aber nicht. Vielleicht ist es auch bloß ein Stub. Nichtsdestotrotz. Ich baue hier einfach einen neuen Array, der ja auch iReadOnlyList meines Erachtens implementiert. Und gebe hier jetzt eben mal die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 rein. So. Und wir geben dann unseren zu testenden Klasse hier diesen Test-Double mit rein. Ja, und ich erwarte dann einfach, dass hier diese Sequenz eben gleich hier eigentlich, das kann man uns merken, Number, das nennen wir einfach Numbers und halten das hier fest. Das wir können es eigentlich sogar bloß so schreiben. Das ist dann natürlich noch einfacher. Das können wir nicht, schade. Wahrscheinlich weil wir var benutzen. So, und dann geben wir hier einfach diese Numbers mit rüber und wir erwarten eben, dass das, was der Lottery Numbers Generator uns eben hier übergibt, dass wir hier jetzt bei diesem Generate-Aufruf tatsächlich hier die gleiche Sequenz einfach zurückbekommen, so wie es ist. Und dann führen wir einfach mal diesen Test aus und wir werden sehen, dass er jetzt eben noch fehlschlägt. Warum schlägt er eben fehl? Es ist wichtig bei TDD, dass wir sobald wir eben einen Test geschrieben haben, muss dieser einmal fehlschlagen und wir gucken uns dann hier unten an, dass wir eben hier noch eine Not Implemented Exception haben und deswegen ist dieser Test fehlgeschlagen. Das heißt, wir gehen jetzt tatsächlich zu unserem Produktivcode und fangen hier jetzt an, genau so viel Code zu schreiben, wie notwendig ist, um diesen Test zu erfüllen.
Das heißt, das Einfachste ist, dass wir uns hier eine Liste von Ints erstellen und wir fangen jetzt an, hier eben wirklich while lottery numbers kleiner von count meine ich natürlich kleiner als 6. Also ich hier jetzt einfach sage lottery numbers.add random.next zwischen 1 und 50. Und dann gebe ich hier lottery numbers zurück. So, und warum habe ich jetzt noch ein Problem? Achso, ich verwende hier die falsche Liste. Das ist natürlich richtig. Das heißt, wir möchten hier ein Using haben. A list of die da möchte ich gerne benutzen. Ich hätte eigentlich gedacht, das kann man so angeben. Konnte man das nicht mal machen? Schade. Kann man das hier ändern? Ne, das kann der Sharper auch nicht auswendig. Gut, ich lese das wirklich mal über den Full Qualified Name aus. Man kann das über ein Using angeben, aber mir fällt leider gerade die Schreibweise dazu nicht ein. Nichtsdestotrotz, wir können jetzt hier eben diesen Test laufen lassen und wir sehen hier eben, dass wir diesen Test jetzt erfüllt haben und merken aber sofort, das kann nicht die richtige Funktionalität sein, die wir hier haben wollen. Das heißt, ich schreibe eine neue Test-Method. Generate sorts the unique random numbers. Das heißt, wenn wir jetzt eben hier wiederum schreiben. Wenn wir jetzt hier wiederum die Reihenfolge ändern, beispielsweise so, dass eben die Lottozahlen so generiert werden, dann können wir jetzt eben hier wiederum unser Random Test Double erstellen. Und unser Test-Target. Na, das war jetzt falsch von mir. Random Test-Double. Kann ja nicht so schwer sein. So, das ist unsere Arrange-Phase eben wiederum. Und hier kann ich dann eben sagen, Test-Target generate wiederum. Und rufe hier eben jetzt wiederum sequence equal auf, aber die expected numbers sind eben jetzt hier eigentlich, da kann ich tatsächlich numbers.orderBy einfach mal aufrufen.
dass ich hier sage, eben number geht über nach number. Und ich durchlaufe dann hier einfach diese Collection. So, und also ich habe hier letztendlich über einen Link-Operator Order By diese Nummern hier oben geordnet und erwarte dann eben, dass die Lottozahlen, die hier zurückgegeben werden, dann auch in dieser Reihenfolge sind. Dieser Test wird fehlschlagen. Warum? Weil einfach unser IsTrue-Statement hier nicht richtig ist. Und der Fehler, den wir hier haben, der liegt natürlich darin, dass wir hier noch keinen Sort machen. Wir sortieren jetzt hier eben diese Liste noch, bevor wir sie zurückgeben. Und wir lassen jetzt unseren Test wiederum laufen und sehen, wir haben ihn erfüllt. So, und nachdem wir jetzt eben diese beiden Tests hier zur Verfügung haben, kommt jetzt auch nach der Green-Phase die Möglichkeit, dass wir jetzt hier unseren Testcode refactoren. Und wir sehen hier schon, wir haben hier irgendwie einiges an Testduplizierung, vor allen Dingen in der Arrange-Phase. Und dieses könnten wir jetzt sozusagen tatsächlich auslagern, damit wir eben hier diese Code-Duplizierung, also wir erstellen quasi Nummern, das ist noch unterschiedlich. Der Test-Double, die Erstellung ist immer gleich und die hier, die Test-Target-Generierung ist eigentlich auch immer gleich. Und wenn wir eben jetzt den nächsten Test schreiben, der eben eigentlich besagen würde, dass wir hier eben generate ignores duplicate random numbers. Dann können wir jetzt eben hier wiederum sagen, also ich schreibe jetzt nochmal den neuen Test, üblicherweise würde ich jetzt erst refactoren, dass ich hier eben sage, ich fange an mit 42, 30, 47, 21, 30, 21 und dann die 17. Dann erstelle ich mir wiederum mein Test-Target nach gewohnter Weise. Und man sieht ja schon, ich konnte Code kopieren. Das ist also eindeutig ein Hinweis darauf, dass ich hier einen Fehler gemacht habe oder dass ich hier Code dupliziere und das Dry-Prinzip verletze. Und wir machen hier dann einfach ein Test-Target ist gleich New Lottery Numbers Generator. Entschuldigung, das wird gelitzen. Lottery Numbers ist gleich TestTarget.generate, also auch wie oben. Und hier erwarte ich jetzt eigentlich eben, dass diese Zahlen eben mit Distinct, also quasi Duplikate rausgeschmissen werden. Und dann sage ich noch order by number geht über nach number. Und hier kann ich dann eben sagen, assert is true, dass lottery numbers eben gleich diesen erwarteten Zahlen ist. Das kann ich auch noch ordentlich nennen. Das sind eben die expected numbers. Genau, und wir werden eben auch sehen, dass dieser Test wiederum fehlschlägt. Warum? Weil wir eben noch Duplikate, wir haben hier zweimal die 21, die zufällig generiert wird, die, das beachtet unser Lottery Numbers Generator noch nicht. Also das werde ich jetzt eben auch noch fixen. Dass ich eben hier jetzt diesen Code so schreibe und ich überprüfe jetzt vorher Lottery Numbers contains
hier diese neue Nummer. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann füge ich sie hier hinzu. Und damit ist eben auch unser Test hier jetzt, sollte funktionieren, schade, tut er nicht. So, wo ist das Problem? Müssen wir mal gucken. Okay, also, wir sehen hier, dass eine Argument out of range Exception geworfen wurde, die wir hier haben. Jetzt muss ich bloß mal gucken, gebe ich hier zumindest Zahlen rüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich sollte es passen. So, dann gucken wir doch einfach nochmal. Also hier ist dann jetzt tatsächlich ein Fehler, den ich nicht verstehe. Aber wir werden jetzt einfach mal in diesen Test rein debuggen und gucken, wo das Problem ist. Das ist natürlich auch der Vorteil von solchen Testmethoden, wenn sie eben sehr klein sind und man sieht, dass sie fehlschlagen, dann hat man eigentlich auch nicht viel zu debuggen. Also hier in der Testphase wird wahrscheinlich noch nichts passieren. Dann gehen wir hier mal in die Generate-Methode rein. Und wir fangen jetzt hier eben an, dass wir uns hier die nächste Zahl holen. Die wird hinzugefügt. Ich hole mir nochmal das Locals-Fenster runter. So. Also wir haben jetzt eben die 42 bekommen. Und ich werde das mal hier an die rechte Seite. Das heißt, wir sollten jetzt eben die 30 bekommen. Und dann haben wir jetzt die 47, das passt auch. Die fügen wir hinzu. Dann bekommen wir jetzt die 21, die wird auch sofort hinzugefügt. Wir bekommen jetzt eben die... Ach, jetzt sehe ich den Fehler. Ich habe hier natürlich zwei Duplikate drin, was nicht so klug ist. Dann nehmen wir doch jetzt hier mal die 32 und schon sollte unser Problem gefixt sein. Und dann sieht man auch das hier. Also ich hatte die 30 zweimal drin und die 21 und das hat er natürlich jeweils beim zweiten Auftreten dieser Zahlen beide ignoriert. Das ist natürlich richtig. So, aber unser Test ist jetzt eben wiederum gut. Und jetzt kommen wir in die Refactor-Phase. Das heißt, wir können uns jetzt überlegen, gibt es an diesem Code irgendwas zu refactoren, den wir gerade hier geschrieben haben? Können wir ihn besser machen, Ausdruck stärker und so weiter? Also hier würde ich sagen, nein. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich hier nicht zwischen 1 und 49 habe, dass hier die 50 steht, weil sie exklusive ist. Aber in diesem Fall würde ich das nicht als schlimm ansehen. Der Code ist trotzdem noch relativ leicht lesbar. Und wir haben hier jetzt eben aber in unseren Tests den Fall, und die sollten wir genauso wie Produktionscode eben pflegen, dass wir hier eigentlich sehr, sehr viele Code-Duplizierungen in dieser Arrange-Phase haben. Im Prinzip eigentlich immer diese beiden Zeilen. Wir erstellen uns eigentlich immer ein Test-Target und das können wir eben beispielsweise durch das sogenannte Builder-Pattern jetzt hier eben rausnehmen. Oder wir können hier tatsächlich eigentlich eine Factory nutzen, um uns das Test-Target zu erstellen. Was ich hier jetzt eben machen werde, ist, dass ich... Ja, ich nehme das Builder-Pattern, ist, glaube ich, doch besser geeignet. Ich baue mir jetzt eben ein Lottery-Numbers-Generator-Builder. So, und diese Klasse ist jetzt eben dazu da, diese Code-Duplizierung zu beenden. Ähnlich wie eine Factory hat eben eine Builder-Methode, ein Builder eben eine Build-Methode. Das heißt, wir bekommen hier eben einen Lottery-Numbers-Generator zurück. Build. Der Punkt ist aber, dass diese Build-Methode nie Parameter entgegennimmt. Das heißt, wir können eben hier sofort dieses Teil erstellen. Und der Punkt ist eben, dass der Builder einen Default-Wert für alle Abhängigkeiten, die dieser Lottery Numbers Generator in unserem Fall eben hat, bereitstellt. Und wir nutzen natürlich hier unseren Random Test Double.
und den initialisieren wir uns hier direkt. Und der möchte eben hier noch eigentlich eine Liste an Werten haben. Das heißt, ich mache hier einfach eine iReadOnlyList of int. Das nenne ich eben Numbers. Und sage hier eben, das ist jetzt beispielsweise hier ein Array von diesen besagten Standardwerten. Das waren die falschen Tests. Einfach mal bloß diese Zahlen hier. Und ich werde es, glaube ich, anders machen, dass ich hier einfach eben mir beim Bilden diesen Random Number Generator erstelle. Und ich gebe hier dann einfach bloß diese Numbers mit rein. Und macht dann letztendlich nichts anderes als das. So, der Punkt ist aber eben, dass man das hier eben ändern kann. Und idealerweise kann man hier eben eine sogenannte Fluid API einsetzen. Das heißt, ich mache hier einen Lottery Numbers Generator Builder, den ich zurückgebe. Und mache hier eine With Numbers Funktion. Und lasse mir hier eben eine iReadOnlyList of int übergeben. Ich mache am Ende hier Return This. Und setze vorher eben Numbers auf diesen besagten Wert. Und dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich hier für diesen Builder die Numbers austauschen kann. Das muss ich aber nicht. Und wie werden jetzt unsere Tests umstrukturiert? Wir behalten hier die Numbers, aber anstatt hier eben jetzt ständig diese New-Aufrufe zu haben, haben wir bloß einen New-Aufruf mit eben diesem Lottery Numbers Generator Builder. Und ich kann jetzt hier eben with Numbers aufrufen. So. Und hier haben wir dann eben noch die Build-Methode, die wir hier aufrufen können. Die aber private ist. Warum habe ich die private gemacht? Die muss natürlich public sein. So, und so können wir eben an einen New-Aufruf direkt weitere Methoden dranhängen. Und da diese WithNumbers-Methode eben hier direkt die Instanz, die wir hier haben, mit ReturnThis zurückgibt, kann ich gleich direkt wiederum die Build-Methode danach schieben. Und das nennt man eben eine Fluent API. Und so kann ich eben hier mir das Test-Target holen und habe hier dadurch diese Code-Duplizierungen eben rausgeholt. Das ist jetzt bloß ein kleiner Fall, den wir hier haben, aber ich gebe hier eben bloß die Numbers mit rüber und sage dann Build. Und genauso mache ich das hier unten und damit habe ich eben diese Code-Duplizierung eben ausgeschaltet. Und dann lasse ich meine Tests nochmal laufen, damit ich auch sicher bin, dass ich keine Schäden eingefügt habe, wenn ich hier eben diese Sache habe laufen lassen. Und unsere Tests sind etwas kürzer geworden, also nicht wirklich. Aber wir haben zumindest die Abhängigkeit, wie ein Objekt erstellt werden muss, hier in diesen Builder rausgeschoben.
Der Punkt ist nämlich, nehmen wir mal ganz einfach an, wir hätten hier jetzt eben noch die Notwendigkeit, dass wir irgendwie ein anderes Element, also ich lasse uns jetzt mal locker übergeben, also dass wir hier diesen Konstruktor ändern. So, und wir übernehmen jetzt hier eben diesen iLogger, den wir noch mit hier drin haben. Dann brechen natürlich unsere Tests. Im Fall vorher wäre jetzt in jeder dieser Methoden eben die Nachricht aufgeploppt, dass wir hier ein Problem haben. Wir sehen jetzt hier, das ist alles an einer Stelle. Wir haben hier genau eben diesen Fehler, den wir hier jetzt an einer Stelle sozusagen ausbessern müssten. Das heißt, wenn ich hier nochmal ganz kurz eben diesen Logger erstelle, dann gehe ich hier einfach in den Builder und sage, es gibt eben noch einen iLogger. Und das ist eben standardmäßig jetzt. Das hat aber noch nicht so ganz funktioniert, ne? Also weil das diese Klasse nicht public ist. Genau, und wir haben jetzt hier eben im Builder die Möglichkeit, dass wir einfach bloß diesen Logger mit reinstecken. Den könnten wir natürlich auch noch über eine Fluent API oder eine Eigenschaft hier von außen ändern lassen für den Nutzer. Also sozusagen der hier diese Tests, die dann eben spezifizieren können, bitte benutze diesen Logger. Aber wir sehen hier eben, wir haben hier keinen Fehler bekommen, sondern eben an einer zentralen Stelle in diesem Builder, wo wir eben jetzt einfach den Logger austauschen können. Ja, aber es ist natürlich Blödsinn, dass wir hier eine neue Dependency bekommen. Aber es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass wir eben, während wir Test-Driven Development machen, eben manchmal das Problem haben, dass wir, während wir immer weiter eine Klasse aufbauen, dass wir immer mehr Abhängigkeiten reinbekommen. Also vielleicht üblicherweise kommen vielleicht noch eine oder zwei dazu. Und das wäre dann natürlich sehr blöd, wenn ich dann plötzlich in 5 bis 10 Tests, die ich schon vorher geschrieben habe, ständig hier diese Fehler immer wieder ausbessern müsste. Und durch das Builder-Pattern habe ich eben die Aufgabe der Erstellung des Test-Targets in eine eigene Klasse ausgelagert und damit steht diese Information tatsächlich nach dem Dry-Prinzip eben an genau einer Stelle. Ja, dann schauen wir uns eben nochmal diesen Zyklus an, den wir jetzt eben immer durchlaufen haben. Wichtig ist eben, wir fangen erst beim Test an. Dieser Test schlägt fehl. Dann schreiben wir genauso viel Code, dass wir die Funktionalität, die wir in unserem Test spezifiziert haben, eben erfüllen. Und danach kommt die Refactor-Phase. Das heißt, hier ändern wir sozusagen die Implementierung oder nicht die Implementierung ändern, das ist falsch. Wir strukturieren unseren Code sowohl im Test-Target als auch bei den Tests um, sodass sie besser lesbar sind, dass sie die Prinzipien und Design-Patterns befolgen. Auch Testcode ist eben so zu behandeln wie Produktionscode. Wenn Sie Ihren Testcode nicht pflegen, dann wird er ihm um die Ohren fliegen, ganz einfach. Wenn Sie viele Tests haben, die eben immer wieder dasselbe machen, gesehen hier beim Lottery Numbers Generator Builder, wenn Sie eben nicht wissen, wie Sie Ihre Tests effektiv aufbauen können, sodass Sie, wenn Sie eben Ihr Test-Target ändern, nicht jeden Test immer wieder nachziehen müssen, dann bitte in die Refactor-Phase gehen und Ihren Testcode so umgestalten nach den verschiedenen Patterns, die es gibt, sodass das Ganze eben wiederum nach den existierenden Prinzipien für guten Code umgesetzt ist. Sowohl auf Testseite als auch auf Produktivseite oder Produktionsseite. Und wenn man eben versucht, TDD zu machen, ist es eher so, dass man
die Refactor-Phase vergisst. Man macht bloß red, okay, mein Test ist rot, ich schreibe jetzt genau die Funktion, die notwendig ist, um diesen Test zu erfüllen, bin green. Man freut sich, hurra, grün, grün, grün und macht dann sofort mit red weiter. Aber dieser Refactor-Step ist wirklich wichtig, damit der Code den entsprechenden Prinzipien, die man einhalten möchte, eben genügt. Und damit bin ich jetzt eben auch am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.